warte hier, Sparky. Ich gehe nach oben und hole Miss Russell. Anderson, was machst du denn hier? Und wo ist Miss Russell? Du Dummkopf, King. Hast du ehrlich gedacht, ich würde dich Faye Russell fliegen lassen? Die schönste Schauspielerin aller Zeiten. Und dann auch noch in den Amazonas-Dschungel? Eigentlich ja. Ich habe einen gültigen Vertrag. Du bist ja noch dümmer, als ich dachte. Spaß beiseite, Anderson. Ich muss sie rausfliegen, bevor der Sturm losgeht. Das Flugzeug ist vollgetankt und startklar. Diesmal nicht, King. Ich nehme das Geld und das Mädchen. Aber sie ist meine Lieblingsschauspielerin. Außerdem könnte ich mein Flugzeug verlieren, wenn ich das Geld nicht bekomme. Dann hat die Flying Dutchman Airlines weniger Konkurrenz. Ich werde Faye zu ihrem Fototermin an den Amazonas fliegen und den ganzen Ruhm ernten. Bald bin ich der König der Lüfte. Hey, das kannst du nicht machen. Und Bob, du kannst ja versuchen, hier wieder rauszukommen, King. Man sieht sich. Tja, ich muss meinen Flieger schaffen. Die ist zu. Meine einzige Chance, die schönste Schauspielerin der Welt kennenzulernen, hat sich eben in Luft aufgelöst. Und jetzt sitze ich hier gefangen in diesem billigen Theaterhotel in Rio. Ich schätze, ich muss hier irgendwie rauskommen. Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Der Koffer vom großen Makan. Sieht so aus, als ob er hier gewesen wäre. Und ich meine nicht auf Urlaub. Ich kann da unten einen Raum sehen, aber es ist zu gefährlich, um runterzuspringen. Das ist der Trick. Scheint nicht zu funktionieren. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, glaube ich. Thank you.
Hallo, ich bin Mike Larris, der Hotelpage. Wie kann ich dir helfen? Gibt es eine Hintertür zu diesem Laden? Nur den Haupteingang. Hier kommt jeder rein und hier geht auch jeder raus. Warum willst du das wissen? Ich möchte einen Überraschungskuchen für Rico reinbringen. Er hat nämlich Geburtstag. Oh, ich dachte, den hätte er letzten Monat gehabt. Tja, nun, vielleicht solltest du warten, bis er Mittagspause hat. Wegen des Schlüssels auf deinem Tisch. Ja, und? Ich möchte ihn mir kurz ausleihen. Tut mir leid, aber der Schlüssel gehört Miss Lola. Du kannst ihn nur haben, wenn du ein Freund von ihr bist. Entschuldigung für die Störung. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wie geht's, Mikey, alter Junge? Nenn mich nicht Mickey, alter Junge. Wie lange arbeitest du schon hier? Ungefähr 6 Monate. Mein Onkel besitzt dieses Hotel mit Anderson zusammen und er hat mir den Job besorgt. Anderson gehört dieses Hotel. Anderson ist Mitinhaber. Onkel EA gehört die andere Hälfte. Anderson benutzt das Geld von dem Hotel, um seine Fluglinie aufzubauen. Hast du Faye Russell hier gesehen? Ja, klar. Sie ist vor kurzem mit Anderson weggegangen. Sie ist wunderschön, nicht wahr? Anderson hat's gut, dass er mit ihr zusammen sein darf. Sind heute Sondervorstellungen? Ja, Lola hat bald ihre allabendlichen Auftritte. Diese Show sollst du nicht verpassen. Die Frau ist eine Wucht. Danke für die Auskunft. Schon gut. Wegen des Schlüssels nochmal. Was möchtest du wissen? Ich bin ein Freund von Lola. Sie hat mich gebeten, ihn für sie zu holen. Oh, warum hast du das nicht gleich gesagt? Du kannst dir den Schlüssel jederzeit nehmen. Danke. Hallo, Lola. Das gibt's ja nicht. Joseph King. Ist das lange her? Könnte nicht lang genug sein. Wie geht's? Wie steht's? Sehr gut, seit du aus meinem Leben verschwunden bist. Lola, ich brauche deine Hilfe. Was gibt's sonst? Ich meine es ernst. Kannst du mir helfen? Das kommt drauf an. Was willst du? Andersons Leute haben mich hier eingesperrt. Und ich soll dir bei der Flucht helfen? Ja. Warum sollte ich dir helfen, Joe? Ich habe lange gebraucht, um zu vergessen, was du mir angetan hast. Sieh mal, es tut mir wirklich sehr leid, was in der Vergangenheit passiert ist. Es sollte dir leid tun. Bring mir ein Handtuch und ich sehe, was ich für dich tun kann. Danke, Lola. Du bist ein Schatz. Ui, Handschellen. Hoffentlich hat Lola keinen Ärger mit den Bullen. Wer hätte das gedacht? Ich habe gerade ein Handtuch gefunden.
Hier ist das Handtuch, Lola. Danke. So, du willst also hier raus. Ich habe da einen Plan. Einen Plan? Lass mich nachdenken. Aha, ich hab. Was hast du? Du kannst dieses Kleid als Verkleidung benutzen. Hier. Vielen Dank. Weißt du, Lola, das werde ich dir nie vergessen. Ja, ja. Jetzt beeil dich lieber. Ich habe in 10 Minuten eine Vorstellung. Und ich bin noch nicht umgezogen. Okay, ich bin schon weg. Sie haben nach mir gerufen, Dr. Eisenstein? Ja. Ich möchte, dass du dabei bist, wenn ich meinen Dinostrahl teste. Damit kann ich Menschen in Dinosaurier verwandeln. Sieh genau hin. Jetzt wird die Maschine aktiviert. Sie hat sich vor meinen Augen in ein Monster verwandelt. Das ist ja noch gar nichts. Sieh, wie ich den Aggressionsverstärker aktiviere. Bald wird sie eine zitternde, knurrende Masse Dinosaurier-Terror sein. Sie sieht nicht besonders bedrohlich aus. Das ist nur ein kleines technisches Problem. Das habe ich gleich. Leider war sie mein letztes Exemplar. Ich brauche mehr Amazonen. Dann kann ich eine Dinosaurierarmee schaffen, die die Weltherrschaft übernimmt. Ja! Beeil dich, Sparky. Wir müssen zum Flughafen. Hey, das war nicht Lola, das war King. Den schnappen wir uns. Danke, dass du gewartet hast, Sparky. Oh-oh, Rico und Eddie sind uns schon auf den Fersen. Moment mal. Hier ist etwas drunter. Für einen Ölwechsel. Wir sehen uns noch. Okay, Sparky. Gehen wir zum Flughafen. Tja, Miss Russell, es scheint alles in Ordnung zu sein. Du kannst an Bord gehen. Endlich! Ich habe ja Ewigkeiten gewartet. Meine Zeit ist Geld wert, verstanden? Ja, ja. Können wir jetzt los? Stehen bleiben, Anderson. Ha? Wer bist du? Der ist unwichtig, Faye. Steig jetzt ein. Ich bin Joe King, Besitzer und Pilot dieses Flugzeugs. Ich dachte, es wäre deins. Hör nicht auf ihn, Faye. Du könntest ja noch nicht mal ein Modellflugzeug steuern. Mein Flugzeug hat wenigstens keine Stützräder. Das ist nicht wahr. Jetzt hast du es geschafft, King. Es ist an der Zeit, dich zu verabschieden, Anderson. Warum hast
du ihn geschlagen. Das war nötig, Miss Russell. Niemand nimmt der Amazon Queen Kunden weg. Ich fand ihn eigentlich ganz süß. Juhu! Ich wette, der Typ sagt jetzt, dass er der Besitzer von dem Flugzeug ist, oder? Nein, Miss Russell. Das ist mein Freund Sparky, der Mechaniker der Queen. Wir müssen los. Da braut sich ein großer Sturm zusammen. Tja, dann wollen wir mal los. Idiot! Du hast das Flugzeug abstürzen lassen! Hey, das war nicht meine Schuld. Ja, sicher. Wir wurden von einem Blitz getroffen. Was hätte ich tun sollen? Ich will deine Entschuldigungen nicht hören. Sieh lieber zu, dass wir aus diesem Schlamassel rauskommen.